Langsamer. Kuppeln helfen gegen jeden Kater. So ein Mist. Hera, Typ. Ich kenne deine Visage nicht. Was willst du? Ich suche Olgierd von Everreck. Ah, der ist drinnen. Olgierd von Everreck. Den suche ich. Hier ist keiner, der so heißt. Und was ist das für eine Truppe? Wie sieht sie denn aus? Eine Bande Halsabschneider oder ein Trupp ehemaliger Soldaten, die Glück hatten? Ach, aber da irrst du dich leider. Denn wir sind Söhne von Adeligen. Alle. Und Töchter. Also, erfahre ich jetzt, wer ihr genau seid? Die Freie Armee Redaniens. Man nennt uns die Wilden, wegen des Wildschweins im Wappen. Man sagte mir, ich würde Olgierd von Everreck hier finden. Da hat dich einer verarscht, Bruder. Dann kannst du vielleicht einspringen und mir helfen, Bruder. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht die gleiche Mutter haben. Na gut, Angus, du hast deinen Spaß gehabt. Ich bin Olgierd. Sag mir, was dich herführt. Nein, nein, ich bin Olgierd. Du von wegen. Ich bin Olgierd. Ihr seid umwerfend und ich würde gerne mit euch lachen, aber die Zeit drängt. Holla, nun wird er aber ernst. Das Monster in der Kanalisation. Olgierd von Everreck soll eine Belohnung ausgeschrieben haben. Der war die ganze Zeit schon ernst. Ist doch klar, als Hexer. Wieso? Ihr habt keine Gefühle mehr. Darum seid ihr so steif, als hättet ihr eine lange Pike im Arsch. Na gut, Meister Hexer, Schluss mit den Scherzen. Die sind ja auch nicht mehr die neuesten. Hast dich wacker geschlagen. Komm, ich bring dich zu Olgierd. Wie nennt man dich? Geralt von Riva. Dann hör mal her, Geralt von Riva. Wenn du Olgierd triffst, musst du sein Interesse wecken. Interesse wecken? Er ist doch der mit dem Monsterproblem. Ja, aber er braucht dich nicht, um es zu töten. Wenn du diesen Auftrag willst, musst du seine Aufmerksamkeit erregen. Und er langweilt sich schnell. Ataman, Herr, hier ist dein Gast. Weißt du, welche Statuen die besten Preise erzielen? Gottheiten, Königsbüsten und Akte. Und was haben wir hier? Ein nacktes Mädel. Wie findest du sie? Eigentlich bevorzuge ich die Werke Pax Gernsts. Ah, kovirische Schule. Kommst du aus Ochsenfurt? Nein, aber ich kenne jemanden, der da promoviert hat. Ah, Vorticelli mochte ich immer. Was für Leben er einem Steinblock einhauchen konnte. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Hahaha.
Schon besser. Zumindest interessanter. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Doch gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Ataman Olgierd, lang möge er leben! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Kommt und trinkt mit uns! Tja, jetzt haben wir wohl keine Wahl mehr. Bring uns Wein, Schätzchen. Und was zu knabbern. Gibt es einen besonderen Anlass oder habt ihr nur Lust zu zechen? Jeder Anlass ist besonders. Heute ist es eine Namensgebung. Wessen? Die von Herodors neuem Säbel. Ich habe einen Namen für die Dame. Schöne Waffe, ich taufe dich. Traditiana! Das Monster in der Kanalisation, weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen, aber es hat meine Köchin gefressen. Oh, die konnte Wild zubereiten. Unvergleichlich. Und in der Kanalisation wollte sie Rehe schießen? Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder Cousine zu einem Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Ochsenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz ist. Frauen. Für Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Vissi war da keine Ausnahme. Sie ging runter und kehrte nicht zurück. Und da war sie nicht die Erste. Hey, lasst sie in Ruhe. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Zuvor eine Formalität. Meine Belohnung. Keine Sorge. Komm mit dem Kopf des Monsters wieder, dann darfst du mitnehmen, was du willst. Wie großzügig. Ich würde trotzdem lieber eine feste Summe vereinbaren. Na gut. Wie viel nimmst du? 300, 400 Kronen? 450. Gut. Und ein Andenken darfst du dir auch aussuchen. Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf. Dann ist die Belohnung dein. Du, Katzenauge! Ich heiße Geralt. Aber ich nenne dich Katzenauge. Ist das ein Problem? Komm zur Sache. Ich habe ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Jemand hat meinen Kumpel Kloiwert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab. Warum rächst du ihn nicht? Ihr scheint doch alle gern eure Säbel zu schwingen. Das tun wir. Wenn ich wüsste, wer Kloiwert erledigt hat, hätte ich ihn längst ausgeweidet. Ich weiß es aber nicht. Aber du, mit deinen Katzenaugen, siehst einiges mehr. Spür du ihn auf. Rede weiter. Kloiwert hat mit Fistech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten, wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Warst du da? Hast du seine Leiche gesehen? Nein, aber Kloiwert war verdammt zuverlässig. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Finde den Mistkerl, der das getan hat, und töte ihn. Ich zahle gut. Ich überleg's mir. Kloiwert hat eine Narbe auf der Stirn, so ähnlich wie deine. Daran erkennst du ihn. Ich sagte, ich überleg's mir. Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt.
Du wirst tun, worum ich dich bitte. Da gehe ich jede Wette ein. Triff mich in Ochsenfurt, in der Taverne zur Alchemie, auf dem Marktplatz. Rauchen, der mächtige Kaiser aus Nilfgaard kann mich mal sonst durch ein bisschen rauchen. Und dann mit den Treibern. Los, los! Lösungen, Reagenzien, was die da wohl machen? Die haben Fistech gekocht. Fast die ganze Ausrüstung ist weg. Nur nicht die kaputte. Das ist wohl wahr. Gefährliche Branche, Narkotika. Offenes Fenster, Stiefelabdruck auf dem Bett. Da hatte es jemand eilig. Fußspuren, ungleichmäßig. Hier ist jemand durchgelaufen. Hier hat er angehalten, sich versteckt und ist weitergelaufen. Die Narbe auf der Stirn, das muss Kloibert sein. Bolzen im Rücken, tief drin, kam also aus der Nähe, wahrscheinlich aus Richtung Dorf.
Armbrustbolzen und Fußspuren. Tief. Der Schütze muss schwere Rüstung getragen haben. Hufabdrücke. Die führen zum Hügel. Da ist noch jemand. Was ist das? Hat der Orden der Flammenrose einen neuen Sitz? Gar nicht schlecht. Hör zu, Streuner. Ich weiß nicht, was du hier willst, aber ich gebe dir einen Rat. Geh dorthin zurück, woher du gekommen bist. Und? Was machst du noch hier? Muss ich dir erst den Schädel einschlagen? Ich frag mich, was da drin ist. Riecht nach Fistech. Was dagegen, wenn ich mir das anschaue, Brüder? Wir haben was dagegen. Ziemlich viel sogar. Schluss mit den Spielchen. Ich zähl bis drei, dann bist du weg. Verstanden? Eins, zwei. Noch besser. Ihr zählt alle bis 100. Verstanden? Drei, vier, fünf, sechs. Guter Anfang. Und jetzt zur Seite. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 10, 20, du Idiot, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, Verdammt! Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Oder, wie ihr Brüder mich gerne nennt, ein Mutant. Du solltest gar nicht hier sein. Und Ritter der Flammenrose sollten keine Menschen umbringen oder Drogen herstellen. Ja, sollten wir nicht. Wir sollten die Unterdrückten beschützen. Den Glauben an das ewige Feuer verbreiten. Aber Radovid hat uns reingelegt, seinen Schwur gebrochen und unsere Brüder an die Front geschickt. Als der mächtige Orden ausgeblutet war, hat er uns aufgelöst. Er hat unsere Ländereien und Besitztümer für seinen Krieg verwendet. Wer nicht widersprach, wurde zum Hexenjäger ernannt. Wer es wagte, sich gegen ihn zu erheben, wurde eingesperrt oder ins Exil geschickt. Wir sind nur wenige, die noch die Farben tragen. Und wir müssen einen neuen Platz für uns finden. Ihr seid also zu Schurken geworden. Wolltet ihr das, was Siegfried von Denesle wohl dazu sagen würde? Siegfried von Denesle würde... Aber woher kennst du? Ich kenne dich. Du bist Geralt von Riva. Du hast Jack der Aldersberg getötet. Ganz genau. Und wenn ich müsste, würde ich es wieder tun. Das war der Beginn unseres Niedergangs. Das hast du ausgelöst, verfluchter Mutant! Zieh deine Klinge! Kein Grund zu brüllen. Bitte einfach höflich darum. Oh!
aus dem Krieg. Hi. Was glaubst du, wo du hingehst, Freundchen? Was sollte dich das angehen? Du befindest dich in einem militärischen Einsatzgebiet und wir sind für den Einzug der Kriegssteuer zuständig. Ihr seht eher aus, als wärt ihr für den Einzug von Wodka zuständig. Möchte zu gerne wissen, ob du auch so neunmal klug bist, wenn wir dich der Spionage anklagen. Jetzt Maul halten und zahlen. Na gut, ich zahle. Das ist es, was ich verstehe. Herausragender Patriotismus, Kumpel. Scheiße. Brauchst nicht zu schubsen. Ich hab deinen Freund gerecht. Ha! Ich wusste, du schaffst es, Katzenauge. Ich wusste es. Also raus damit. Wer war der Mistkerl? Mistkerle. Brüder des Ordens der Flammenrose. Was hast du mit ihnen gemacht? Mit heißen Eisen verbrannt? Die Augen rausgerissen? Gehäutet? Nein, nur getötet. Ach, stattlich und langweilig zugleich. Hier, Katzenauge, dein Gold. Sollte für ein bisschen Extravaganz reichen. Du bist ein echt guter Kerl, Katzenauge. Noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Bis dann. Drei Pfund Stahl. Schwertwunden. Das war kein Monster. Stiefelspuren. Groß. Von einem Mann wohl. Ich dachte nur, Frauen suchen nach dem verwunschenen Prinzen. Ah, Fußspuren einer Frau. Aber nur von einer. Nicht an. Charmy? Geralt?
Was machst du hier? Ich versuche, ihn zu retten. Hilf mir. Charlie, hör auf. Er ist tot. Ich bin sicher, irgendwas können wir tun. Lass das sein. Verdammt! Alles umsonst. Du hast getan, was du konntest. Danke, Geralt. Es ist schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Hab dich nach Vysima aus den Augen verloren. Was hast du getrieben? Lange oder kurze Fassung? Ich habe mich für immer um die Kranken und Verwundeten gekümmert, vor allem in meiner Ochsenfutter Klinik. Aber in Redanien helfe ich bisweilen auch der Armee. Ich will auch die lange Fassung hören. Sicher. Wenn wir aus der Kanalisation raus sind. Ist die redanische Armee auch dienstlich hier? Oder vertritt sie sich in der Kanalisation nur die Beine? Die Befehle kamen heute Morgen. Ich bin mit einer Einheit hier runter. Dann hat uns etwas angegriffen. Der Soldat. Hat er dir was bedeutet? Er hieß Knowles. Nächste Woche hätte er Urlaub gehabt. Das hat sich jetzt erledigt. Auch für den Rest seiner Einheit. Wie viele waren sie? Ein ganzer Trupp. 6 tapfere Jungs. Alle tot. Was hat euch angegriffen? Hast du es gesehen? Nein. Ich bin gerannt, als es aufgetaucht ist. Es war riesig. Hat Gift gespuckt und so Schlürfgeräusche gemacht. Mehr weiß ich nicht. Wohl kein großer Nekrophage und kein Ertrunkenenrudel. Nein. Das war nur ein Ding. Ein großes. Jemand hat eine Fackel draufgeworfen. War dem Monster egal. Vor Feuer hat es also keine Angst. Gut zu wissen. Wieso haben sie euch hier runtergeschickt? Also, wenn's nicht vertraulich ist. Ich brauche eine Giftprobe von dem Vieh, das durch die Kanalisation streift. Es sterben nicht nur die Leute, die hier runterkommen. Das Wasser in den Brunnen ist vergiftet. Die Leute werden krank, auch die redanischen Soldaten. Ich will das Monster töten. Ich kann dir etwas Gift mitbringen. Nett von dir. Aber ich würde lieber mitkommen und die Probe selber nehmen. Die Kreatur ist gefährlich. Du hast gesehen, was sie tut. Ich bin ein großes Mädchen, Geralt. Ich komme zurecht. Versuch nicht, es mir auszureden. Du weißt, wie stur ich bin. Ja, na schön. Deine Entscheidung. Zeigt mir also, wo das Monster euch angegriffen hat. Hier lang. Das Gitter ist verbogen. Das muss was Großes mit Schwung gewesen sein. Ich habe es zugemacht, als ich geflohen bin. Das Monster muss reingekracht sein. Gut, dass es gehalten hat. Aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Lohnt es sich überhaupt, da draußen zu suchen? Ich hoffe eher, dass der Schlag des Monsters eine der Wände geschwächt hat. Vorsicht, vielleicht ist das Monster noch hier. Soldaten aus deiner Eskorte? Ja, das sind sie. Vern, Miklas, die Armen. Die Bestie scheint nicht herumzuspielen. Sie haben mir das Leben gerettet. Kanntest du sie gut? Ihn erst seit heute Morgen. Aber Vern kenne ich noch aus der Schlacht von Dorian. Miklas ist erst seit Jule dabei. Tut mir leid. Wenn das Biest tot ist, müssen wir jemanden herschicken, der die Leichen holt, damit wir sie anständig beerdigen können. Was genau ist passiert? Wir kamen hier rein und Miklas wollte nach Spuren suchen. Dann griffen Ertrunkene an. Mit denen haben die Männer kurzen Prozess gemacht. Aber Franz ist verletzt worden. Am Bein. Ich wollte ihn verbinden. Knowles stand Wache.
Dann erschien das Monster. Nulz schubste mich zum Ausgang und rannte auf das Vieh zu. Ich drehte mich um und sah ihn in irgendeinem klebrigen Zeug liegen. Ich holte ihn und schleifte ihn dahin, wo du uns gefunden hast. Wo war das Monster? Miklas und Vern haben es von uns weggelockt. Und teuer dafür bezahlt. Hast du gesehen, was euch angegriffen hat? Es geschah zu schnell. Ich habe es nicht genau gesehen. Nur von hinten. Groß war es. Und schleimig. Ich muss mich umsehen. Der Mann, den du verarztet hast, ist er hier? Franz? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hat das Monster ihn fortgeschleift. Kann sein. Das Biest ist vermutlich hier reingekommen. Oder raus. Ganz schön tief. Ganz schön tief. Die untere Ebene der Kanalisation ist seit Jahren versperrt. Aber Kommandant Vern hatte einen Generalschlüssel. Mal sehen, ob ich ihn finde. Ich hab den Schlüssel. Oh, gut, dann los. Ja? Schwertwunden. Das war kein Monster. Shani, pass auf! Weg da! Alles in Ordnung? Alles klar. Hier komme ich nicht runter. Sei vorsichtig! Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Zeig mir, was du zu bieten hast. Geralt, alles in Ordnung? Ja. Und du? Wie bist du hier reingekommen? Ich habe mich durch die Stäbe gequetscht. Sieh mal, da ist Franz. Was von ihm übrig ist, meinst du? Was für eine Kreatur würde sowas tun? Aha. Viele ertrunken hier. Bedeutet das was? Das heißt, dass unser Monster die nicht angreift. Scheint mit den übrigen Kanalisationsbewohnern zurechtzukommen. Symbiotisch vielleicht. Interessant. Was? Franz war am Bein verwundet, nicht wahr? Mhm. Direkt über dem Knie. Konntest du es mit was behandeln? Ja, mit Schnaps. Aber das war alles. Warum? Sieh mal, das Bein ist halb weg. Das Monster muss es abgebissen haben. Die anderen Leichen waren unberührt. Bis auf die Wunden aus dem Kampf. Willst du behaupten, das Monster mag Alkohol? Mhm. Mit Blut gemischt. Hier erfahren wir nichts mehr, glaube ich. Wir müssen das Lager finden.
Bin direkt hinter dir. Reichlich Schleim hier. Genug für deine Probe? Mehr als genug. Wenn er nicht kontaminiert wäre. Hässlicher Bastard. Shani, kannst du hier deine Probe holen? Sicher. Vermischt mit Dreck, Geröll und Ertrunkenentod. Die Probe muss sauber sein. Am besten aus dem Lager. Der Körper ist so gut wie unversehrt, nur zur Hälfte mit Schleim bedeckt. Hoffentlich musste er nicht leiden. Leiche einer Frau, völlig eingeschleimt. Das Biest muss sie für später aufgehoben haben. Eine Frau war wohl auf der Suche nach dem Prinzen. Shani, kannst du hier deine Probe holen? Sicher. Vermischt mit Dreck, Geröll und Ertrunkenenkot. Shani, pass auf! Weg da! Shani, pass auf! Weg da! Nimm dir das hin! Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Arme Frau, sie hat versucht rauszugelangen. Vergeblich. Redanischer Soldat. Kam vielleicht allein hier runter, um das Biest zu jagen. Dumme Idee. Überall tote Ertrunkene. Komisch. Ich habe gedacht, das Monster toleriert sie. Solange sie nicht zu nahe rangehen, schätze ich. Das Lager muss nahe sein. Verwesende Leichen, überall Schleim und dieser Gestank. Das muss das Lager sein. Frisch und feucht. Das Fieber gerade hier. Ich nehme die Probe. All die Tunnel und Korridore laufen hier zusammen. Und nun? Wir müssen das Monster anlocken. Und wie? Wir wissen nicht mal, was es ist. Aber wir wissen, dass es auf Blut mit Alkohol steht. Und Alkohol habe ich zufällig dabei. Du willst dich doch nicht selber verletzen, oder? Ganz ruhig. Wir haben reichlich Kadaver. Die nehme ich. Hast du genügend gesammelt? Ich hoffe. Aber reines Gift hätte ich auch gerne. Wenn du das Monster getötet hast. Um ein Gegengift herzustellen? Wozu, wenn das Biest tot ist? Ich habe noch ein paar Vergiftungen zu behandeln. Außerdem kann ich das Gift untersuchen und testen. Vielleicht hat es spannende Eigenschaften.
Ich mach mich dran. Ich bezweifle, dass ich im Kampf viel nütze. Aber hinterher brauchst du mich vielleicht. Ich versteck mich. Am besten wartest du oben auf mich. Oder zu Hause. Aber... Kein Aber. Warte im Durchgang, wenn du willst. Aber lieb ist mir das nicht. Wenn das Monster erscheint, rennst du nach oben. Na gut. Shani, sieh mich an. Versprich, dass du dich raushältst. Versprochen. Gut. Jetzt versteck dich. Sei vorsichtig, Geralt.
Kavikar. Gadarash Isle Wut. Was geht hier vor? Oh, er kommt endlich zu sich. Und er kann sogar sprechen. Ich dachte schon, ich hätte niemanden zum Reden hier. Außer vielleicht mein Spiegelbild im Pisseimer. Wo bin ich? Auf der Albatros. Oder der Fakbar-Teul in deren komischer Sprache. Unterwegs nach Ophir. Ich erinnere mich nicht, irgendwo angeheuert zu haben. Hast du auch nicht. Sie haben dich an Bord geschleift. Du hast ihren Prinzen getötet, wie es scheint. Oh, die Kröte in der Kanalisation, verdammt. Ich hab wohl Glück gehabt. Die hätten mich auf der Stelle töten können. Kommt auf die Sichtweise an. Ich kann ein bisschen Ophiri. Sie sind auf einer Mission. Ihr König hat sie geschickt, damit sie den Prinzen finden und erlösen. Sie haben bei ihrer Ehre und der ihrer Ahnen geschworen, dass sie ihn heil und gesund nach Hause bringen. Und ich habe ihn getötet. Toll. Offenbar glauben sie, ihre Ehre zu retten, wenn sie den Prinzenmörder der Justiz des Königs überstellen. Und wer bist du? Felipe Calagrande, zu deinen Diensten. Gemeiner Dieb, professioneller Hehler und Stadtführer von Ochsenfurt, wenn ich Zeit habe. Mhm. Was machst du hier? Auch einen Prinzen getötet? Nun, sie meinen, ich hätte damit zu tun. Weißt du, ich war ihr Führer und hab sie in die Kanalisation gebracht. Aber da warst du schon fertig mit dem Prinzen. Es tut mir leid. Nicht deine Schuld, Kumpel. Ich hätte ja auch sitzen bleiben und Gewinn spielen können, anstatt damit zu prahlen, dass ich Ochsenfurt kenne wie meine Westentasche. Sind wir schon lange unterwegs? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Andererseits, was spielt das für eine Rolle? Eine große. Wenn sie mich aufhängen wollen, habe ich es nicht eilig. Also, ich bin froh, dass wir nach Ophir fahren. Da gibt es angeblich weiße Wildpferde mit schwarzen Streifen. Die wollte ich schon immer sehen. Sind sie nicht schwarz mit weißen Streifen? Nein, schwarze Pferde mit weißen Streifen gibt es in Sangwebar. Ganz sicher. Hör mal, da war doch eine junge Frau, eine Ärztin, rote Haare. Haben Sie die auch erwischt? An so jemanden erinnere ich mich nicht. Du warst allein. Gut, dann konnte sie fliehen. Hoffentlich ist sie zu Hause. Hast du zu fliehen versucht? Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen, nichts zu machen. Vielleicht ist mein Ophiri zu schlecht. Ich kann gar keins. Wir sind mindestens einen Monat auf See. Ich bring dir die Grundlagen bei. Elkal Orial! Was heißt das? Wir sollen den Mund halten. Da liegt ein Missverständnis vor. Kann ich den Kapitän sprechen? Elkal Sokan! Galavetkar Ualbatage! Still, du Hund. Du wirst büßen, dass du unseren Prinzen getötet hast. Iliam Valar. Carveretene. Wärst du schon tot. Rihav Kernerarem Karer. Rache ist nicht unser Anna. Durchkate je Alam. Wir haben bei unserer Ehre geschworen. Wie sagt man, bringt mich zum Kapitän? Wild Alke Ul-e Gulat. Was? Elkal! Wild? Wild, Aleke, Il, Egalit. Elkal. Inkal aver ikel urge hegerving olviter. Inshavel kolalath. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Du sollst Ruhe geben. In zwei Wochen hängst du. Und dann sagte er sowas wie: Wollen mal sehen, wem hier nach Scherzen zumute ist. Wieso? Was habe ich gesagt? Du wolltest den Hut seiner Tante haben. Das war die Hauptaussage. Na toll. Lass gut sein. Es ist zwecklos, mit denen zu reden. Du erntest nur saures Geblubber. Und sie pumpen sich auf, hast du gemerkt? Wie diese Fische.
Wie heißen die noch? Spricht hier irgendwer die Gemeinsprache? Sie haben diesen Söldner dabei, ich glaube aus Edirn. Der hat mich angeworben, sie durch die Kanalisation zu führen. Oh, und der Magier, der sie führt, spricht auch ein bisschen. Aber mit dir werden wohl beide nicht sprechen. An deiner Stelle würde ich mich aufs Ohr legen, anstatt anderen eins abzukauen. Wir fahren noch lange. Ich brauche keinen Schlaf, sondern jemanden, mit dem ich kommunizieren kann. Hallo Geralt, kennst du mich noch? Aber ja, wir haben uns in Weißgarten getroffen. Du bist... Gaunter Udim, auch Spiegelmeister genannt. Ich half dir, deine Yennefer zu finden. So treffen wir uns wieder. Und wieder brauchst du meine Hilfe. Auf dich wartet der Strick, wie ich höre. Falls dieser Fraß hier dich nicht vorher umbringt. Ich hab noch nicht probiert. Wirkt nicht sehr vielversprechend, wie deine Lage. Ich könnte versuchen, dich daraus zu befreien, weißt du? Du willst doch von Bord gehen, oder nicht? Oh ja, aber was in aller Welt könntest du? Oh, ich kann mehr als du denkst. Ich helfe dir, Geralt. Aber zuerst muss ich sicher sein, dass du den Gefallen erwidern wirst. Stimmt. Von nichts kommt nichts. In der Tat. Schließlich bin ich Kaufmann. Also, willst du meine Hilfe? Ja. Abgemacht. Wenn alles vorüber ist, treffen wir uns an der Kreuzung unter den Weiden in der Nähe von Yandra. Um Mitternacht. Ach, und ich gebe dir was mit, das dich an mich erinnert. Was ist das? Ein Mal unseres Bündnisses. Mit wem quatschst du da? Mit niemandem. Ich konnte Schiffe noch nie leiden. Schaukeln wie die Teufel, mein Magen auch. Einfach alles verschlafen. Das wird... Ich hab den Sturm nicht bestellt. Fürchte, mein Tarif erhöht sich ein gutes Stück. Bring uns heil nach Ophir. Der König wird es dir reichlich lohnen. Und der Gefangene? Wir bringen ihn zum König. Das habe ich bei meiner Ehre geschworen. Können wir eurem König nicht einfach den Kopf bringen, wie bei dem anderen? Der ist ertrunken. Wir konnten nichts tun. Der hier wird lebendig abgeliefert. Außerdem, ich will die Hölle sehen, die der König diesem hier bereiten wird. Welche Hölle? Die Strafe für Regizid umfasst Teeren, Häuten und Vierteilen. Sakka!
Hell, Zapper, yeah.